So, Leute, wir sind immer noch hier am Schießstand. Und diesmal werde ich die 1500 Punkte knacken. Denn ich habe das letzte Mal einfach voll verpeilt, weil ich fast am Einpennen war, dass auf den Holzkisten ja auch noch 7 Vasen stehen, die jedes Mal 100 Punkte geben, wenn man sie abschießt. Ja. Und dann sind, ja, 1000 Punkte sowieso nicht schwer, aber auch 1500 sind da machbar. Ja, wobei, wenn ich wieder so schlecht schieße wie das letzte Mal, wird das nicht machbar sein. Aber da war ich ja total übermüdet und diesmal bin ich fit und ich habe ja auch schon am Schießstand mit der Schleuder als Kind und mit dem Bogen als erwachsener Link gezeigt, dass ich es kann. Da habe ich es ja beide Mal beim ersten Mal geschafft. Die Geisterjagd verlief auch ziemlich gut, die ist ja auch zu Pferde. Da denke ich mal, wird das hier doch in wachem Zustand locker gehen. Hey Kleiner, das sieht gar nicht schlecht aus, zeig's mir nochmal. Was haben wir zwischen dieser Folge und der letzten gemacht? Ich weiß es nicht. Versuche doch jetzt 1500 Punkte zu erreichen, ich will's glaube ich auch gar nicht wissen. Willst du es versuchen? Es kostet nur 20 Rubine. Ja, mach hin. So. Wollen wir doch mal gucken, ob meine Shooting-Skills noch da sind. Ah. Oh, 640. Ach, komm schon, das ist doch Beschiss. Na egal, wir kriegen noch 700 dazu. Dann haben wir noch 4 Pfeile übrig. Das sollte doch im Bereich des Machbaren sein. Oh. Naja, vollste Konzentration hier. Ja, genau, 1500 Punkte. Das war immer noch schlecht, bei weitem nicht mein bester Run, aber ich hab bestanden gerade so. Also mir wurscht. Donnerwetter, du bist ja ein wahrer Meister deines Fachs. Ich gebe dir etwas, dessen nur ein echter Meister würdig ist. Es ist ein wertvoller Köcher, den ich dir überreiche. Er gehört nun dir. Behandle ihn gut. Oh ja, das werde ich. Der Riesenköcher. Jetzt kannst du insgesamt 50 Pfeile tragen. Na, das ist doch was. Dann sind wir in der Gerudo-Festung auch schon fertig. Hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Hat nur ewig gedauert, bis wir mal hier hingegangen sind. Aber dann haben wir sie doch relativ schnell abgeschlossen. Dann kannst du ja jetzt auch ab in die Gespensterwüste gehen. Oh, da erwartet uns auch wieder eine ganze Menge Stuff. Ein paar Skulltulas, wir können die letzte Wundererbse einpflanzen. Nairus Umarmung gibt's auch noch. Ja. Ja, der Tempel hat dann auch noch 2 Items. Also, da gibt's ordentlich was zu holen. Na gut, Tempel, ich mache erst den Schattentempel. Aber trotzdem. Soll ich dann als kleiner Link schon dahin gehen? Ja, erstmal alle Nebenquests machen. Dass ich dann danach direkt in den Tempel kann. Naja, das Requiem der Geister kriegen wir natürlich auch noch. Das hört sich doch gut an. So, mach mal die Ports auf, auch wenn ich dich nicht sehe. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du den Treibsandgram überqueren. Dann folge auf dem richtigen Weg den Flaggen, sonst schluckt dich der Sand. Die zweite Prüfung. Folge dem Wüstengeist. Ohne das Auge der Wahrheit aber landest du direkt wieder hier. Du willst immer noch dorthin? Ich halte dich nicht auf. Mach's gut. Episches Händeklatschgeräusch. So, und da geht doch auch die Pforte auf. Ja, Epona, du bist der Star dieser Cutscene, natürlich. So, kann ich hier mit dem Backflip runter? Nein, ja, ich will doch nicht mit dir gehen. Okay, dann gehe ich halt die Leiter runter. Beziehungsweise lass mich fallen. So. Und dann geht das jetzt ab in die Gespensterwüste. Bums. So. Jetzt weiß keiner mehr, dass hier die Wüste ist. Keiner kann mir folgen. Na, gut. Erstmal ziehen wir uns hier rüber. Das ist ja noch kein Problem. Ja, lieber ein bisschen zu hoch. Ich traue dem Spiel nicht. Ach, machen wir einfach. Wir werden schon ankommen. Jawohl. So, ja, hier ist ein Schild. Da geht es wahrscheinlich zum fliegenden Händler. Aber da können wir, glaube ich, erst mit Gleitstiefeln hin. Oh, ihr rastlosen Abenteurer, die ihr durch die Wüste wandert. Besucht mich. Fliegender Händler, yo. Nee, wir wollen aber den Flaggen folgen. Wobei das sehr tolle Flaggen sind, aber egal.
Ja gut, diesmal sieht man die sogar. Ah, das letzte Mal musste ich immer ein bisschen schauen. Da hatte ich nicht so die geile Auflösung. Das war noch auf meinem alten Fernseher. Da hat man die manchmal nicht so wirklich gesehen. Und ich habe auch keinen Bock, da irgendwas zu verstellen, denn es bringt ja doch nichts. So, hier sind zwei Flaggen. Das heißt, hier sind wir richtig. Genau, hier ist das Haus. Und da müsste eine Skulptura drin sein, meine ich. Springen wir einfach mal rein. Ja, korrekt. Obwohl. Auch das geht doch auf jeden Fall so. Hier muss ich auch nicht ganz oben stehen. Reicht da ein Rückwärtssalto? Nee, natürlich nicht. Egal, wir haben schon unsere 85. oder so abgegriffen. Kann das sein? Na gut, wir sind doch bald durch. Ja, 85. Et löft. So, ich kann ja noch die Flaggen anzünden. Oh, eine Fee. Bringt mir nichts. Ja, wenn ich die Flaggen anzünde, dann kriege ich eine Kiste. Oh, Dekonüsse haben wir jetzt auch wieder voll. Wir hatten 38, meine ich. Na egal, wir haben ja jetzt genug Magie mit der doppelten Leiste. Nee, eigentlich den Stahlhammer. Ocarina brauchen wir. Ja. So, zünde ich die mal an und stelle mich direkt dahin, wo die Kiste erscheinen müsste. Oder die erscheint dahinter. Und dann nehme ich die noch mit. Ich meine, wir haben sogar ein bisschen Geld ausgegeben. Wo erscheint die? Ach, da. Gut. Wenn jetzt hier 50 Rubine oder 20 oder so drin sind, dann freuen wir uns halt. Jo. Sind wir wieder ein wenig reicher. Ah, ich möchte aber den Feuerinferno loswerden. Für... Ja, das Auge der Wahrheit wäre ganz cool wahrscheinlich. Warum wird's hier dunkel? Warum ist hier schon Sand, der irgendwie durch die Wand durchwindet? Egal. Ja, er windet. Er weht, wenn dann. Nein, er windet. Das sehe ich nicht ein. So, was hier? Grabstein mit Blut draufgeschrieben oder was? Je mit dem Auge der Wahrheit wird ein hilfsbereites Phantom zum Geistertempel führen. Jalla, jalla. Nein. Den rechten Weg, den zeige ich dir. Denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht. Alleine überlebst du es nicht. Ja, ja, kein Ding, Junge, kein Ding. Ja, das Auge der Wahrheit zieht doch so viel Magie ab. Ja, die doppelte Leiste, das war echt höchste Zeit. Jetzt fühlen wir uns schon ein wenig sehr mächtig. Na gut, da reicht doch das Bigoron-Schwert alleine für. Oh, Ausweichen plus 2 habe ich hier schon wieder aktiv, ey. Aber die Dinger sind auch nervig. Aua. Ja, ist mir egal, wenn sie mich treffen. Hauptsache, ich verliere den Geist nicht. Das ist ja das Entscheidende. Ey. Gut, dass er eine Rechtskurve gemacht hat. Da konnte ich auch gleich noch ausweichen. Wow. Ich komme hier aus allen Ecken raus. Ey, schlimm. So, aber ihr kriegt mich nicht. Oh, wie er 10 Milliarden Mal im Kreis rennt, anstatt den direkten Weg zu gehen. Na gut, würde der direkte Weg funktionieren, dann bräuchten wir auch diesen Geist nicht, der uns den Weg weist. Aber irgendwie ist es trotzdem unlogisch. Naja, egal. So, da ist auch das Ziel. Ich lasse das Auge der Wahrheit trotzdem mal an, weil ich jetzt eh da reingehe. Jetzt kommt eine epische Cutscene, ne? Jo. Wüstenkoloss. Dürfte da jetzt gleich stehen. Jawohl. Ja, auch ein sehr geiler Ort. Vor allem die Mucke passt auch. Ja, tiefer Sand. Kann ich mir jetzt eigentlich schon Nairus Umarmung holen? Ja, sieht so aus. Noch in diesem Part? Nee, das wohl nicht. Leckt mich fett. Oh, ich drücke gerade Start, aber ich habe mir ja Start auf Y gelegt. Ja, ja. Finde ich chilliger. Wow. Nein, nicht lesen. Ich möchte mich wegrollen. Oh, dann blocke ich halt einfach. So. Jawohl, Nairus Umarmung. Chillig. Aber das gibt's erst beim nächsten Mal.
Und dann holen wir uns noch das Requiem der Geister und reisen wieder in die Vergangenheit. Und dann können wir auch das Kistenspiel machen mit dem Auge der Wahrheit. Ja, ich freue mich, wenn ich die Typen bescheißen kann. Also, bis dahin, haut rein.